Werden wir uns duzen oder werden wir uns siezen heute Abend? Ja, vielleicht schon duzen. Okay. Werden wir Deutsch sprechen oder Luzerndeutsch? Ja, beides. Okay, sehr gut. Also du Luzerndeutsch und ich Hochdeutsch? Ja. Sehr, okay. Nein, ich kann nicht mehr so gut Luzerndeutsch. Ich muss es Hauchdeutsch machen. Halb Hauchdeutsch. Okay, ja. Ist das gut? Ja, ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist unsere Aufgabe, möglichst viel zu sagen, ja, und möglichst wenig zu zeigen, damit Sie alle möglichst neugierig sind auf das Buch, was da liegt und was noch niemand gesehen hat. Also du hast es gesehen, ich habe es auch gesehen, Florina hat es gesehen und wahrscheinlich auch Gianni, aber Sie haben es noch nicht gesehen und die Rolle, unsere Rolle ist, Ihre Neugier auf einen Grad zu steigern, dass sie dann eben unmittelbar zum Portemonnaie greifen lässt, anschließend an unser Gespräch. Vor ein paar Wochen, als wir das erste Mal die Möglichkeit dieser Zusammenkunft und dieses Gespräches erörtert haben mit Florina, hat Florina gesagt, ich soll doch zu Beginn in ein paar Worten schildern, wie wir überhaupt aufeinander gekommen sind oder wie ich auf Vaclav Prozarek gekommen bin. Und diese Geschichte ist im Gegensatz zu den Geschichten, die einige hier anwesende Kollegen erzählen könnten, die dich viel besser kennen und von seit Jahrzehnten kennen. Ich kenne dich eigentlich nicht sehr gut, sicher nicht seit Jahrzehnten sehr gut. Das begann wahrscheinlich in den frühen 80er Jahren, wo du in einer kleinen Galerie in Bern eine Ausstellung hattest. Und ich war im Begriff, mich wieder in der Schweiz anzusiedeln und habe große Freude gehabt an einer kleinen Zeichnung, einer abstrakt konkreten Zeichnung, die habe ich dort in dieser Ausstellung erstanden. Und die Galeristin oder der Galerist hat ausgeplaudert dem Künstler, wer das ist. Und ich habe ein paar Tage später oder ein paar Wochen später eine Postkarte bekommen, die der Grundstein für eine größere Sammlung von Postkarten ist, die ich inzwischen bei mir zu Hause habe, weil die Kommunikation mit Vaclav Prozarek fast ausschließlich über Postkarten läuft und ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Und etwas später ging es bei mir darum, eine Anzahl von Aufsätzen zu einem Buch zusammenzufassen und ich hoffte dann, dich gewinnen zu können für die Umsetzung, also die buchgestalterische Umsetzung. Und es ist sogar zu einem wunderschönen Umschlagsentwurf gekommen, aber leider nicht zu mehr, weil der Verlag herausgefunden hat, dass du abstinent bist, das heißt internetabstinent, dass du nicht über Internet und nicht via Computer buchgestalterisch, wie man das offen auch sagen könnte, tätig bist und tätig sein willst. Und dann hat dann der Verlag gesagt, das ist ein bisschen kompliziert und ich musste dann verzichten. Aber beim zweiten Buchprojekt, ein paar Jahre später, habe ich dann insistiert und die Uni Zürich hat mich beauftragt, mit einer Kollegin zusammen ein Buch über die 100-jährige Geschichte der Universität zu machen und wir sind miteinander in Kontakt geraten und ein paar Tage nach unserem ersten Kontakt lag schon der Umschlagentwurf vor. Der hat ungefähr so ausgesehen wie die tatsächlich ausgeführte Fassung und ich war sehr, sehr begeistert und habe sehr großen Wert darauf gelegt, dass wir dann auf dieser Grundlage weiterfahren können. Das Buch selber umfasst einige Aufsätze, die nach einem Modus, den du bestimmt hast, umbrochen worden sind. Und sie umfasst auch einen Bilderatlas, wie wir das etwas prätentiös genannt haben, natürlich in Anspielung auf Abi Warburgs Mnemosyne-Atlas, was ein bisschen ein Klischee ist unter Kunsthistorikern, dass man sich darauf beruft, aber man kann es eigentlich nicht unterlassen im Zusammenhang mit der Arbeit von Vaclav Prozarek, übrigens auch im Zusammenhang eben auch mit diesem Buch. Und dieser Bilderatlas
hat die Besonderheit, dass keine Legenden sind, sind nur Bilder, und das Spiel der Bilder von links nach rechts erzählt eine Geschichte, von der wir nicht so genau wissen, wir zwei mindestens nicht, was der Inhalt dieser Geschichte ist, aber es sind Bilder aus der Geschichte, aus der Sozialgeschichte, der Baugeschichte, der Kunstgeschichte dieses Gebäudes hier von Karl Moser. Und wir sind einigermaßen zufrieden, glaube ich, mit dem Resultat. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Zusammenarbeit, und das ist eigentlich die Inspiration für diesen Bilderatlas war natürlich hier dieses wunderbare Buch, das viele von Ihnen wahrscheinlich kennen oder haben, Library of Sculpture, im Zusammenhang einer Ausstellung, die im Bündner Kunstmuseum in Chur gezeigt worden ist. Was ja eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, der erste Band einer Trilogie von Büchern ist, von der jetzt hier heute Abend der Band 3 schon erscheint, aber der Band 2 ist noch in Vorbereitung, oder wie ist das? Der fällt, ja. Der fällt. Kommt der noch? Ja, ich glaube schon. Ja, das hängt wahrscheinlich von dir ab. Nein, wurde schon einmal annonciert bei Scheidegger Spieß vor Jahren, zweimal, aber ich kam noch nicht richtig dazu. Ja. Aber vielleicht, vielleicht hast du keine Antwort bekommen, weil der Verleger sehr, sehr engagiert ist und zwar internetmäßig tätig, ja. Aber langsam im Amt. Also ich schweige jetzt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist unser Gespräch im Zentrum dieses Gesprächs, ist dieses Buch. Ja. Und um das eine und andere zu präzisieren, weichen wir dann je nach Umständen aus auf Exponate und Dinge, die hier in der Ausstellung zu sehen sind. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie ist es eigentlich jetzt zu diesem Band und zu diesem Buch in dieser Reihe gekommen? Was bedeutet der Titel? Der Titel lautet AAA. Und was Sie hier sehen, ist ein Signet oder ein Logo, das sich zusammensetzt aus drei A's. Zwei davon sind vertikal aufrecht stehend. Das dritte steht auf dem Kopf. Und das ergibt zusammen ein Logo, das mich ein bisschen an mittelalterliche oder frühneuzeitliche Handwerkssymbole oder Zunftsymbole erinnert. Und mich würde es jetzt interessieren, und ich bin sicher nicht der Einzige hier im Raum, von dir zu hören, wie es eigentlich zu diesem Projekt gekommen ist. Und wie es überhaupt zu Büchern von Václav Posarek gekommen ist. Ja, das. Also habe ich angefangen vor Jahren. Bilder sammeln in Zeitungen und Illustrierten, und das habe ich dann als Hausarchiv oder Hausmuseum oder habe ich das immer aufgeklebt auf stärkere Träger, vorwiegend graues Karton und Format ungefähr A4. Und das hat angefangen so unschuldig, ohne irgendeine Absicht, ohne Ambition, und das wuchs. Also ich war nicht jeden Tag auf dem Jagd, neue Bilder zu finden. Waren auch immer längere Pause. Und diese 3AA, das ist Archiv Atlas Album. Ich habe keinen besseren oder passenden Begriff bis jetzt für diese Bildsammlung gefunden. Hast du keinen besseren Begriff gefunden, oder hast du dich nicht richtig
entscheiden wollen, ja, entweder für Album ja, oder Atlas oder Archiv. Ja, vielleicht wollte ich nicht autoritär sein und dann lieber größere Fläche. Also einmal ist das Archiv, dann ist das auch ein bisschen Atlas. Obwohl das ist dann wieder nicht Atlas, vielleicht nicht immer, weil ich verwende diese Bilder nicht als Vorlage für meine Arbeiten. Mhm. Das ist nur das, so etwas wie Tagebuch ab und zu. Mhm. Das heißt auch wieder nicht, wenn ich etwas Interessantes sehe, dass ich das gleich verwende, oder weil vorwiegend sind das für mich so zugängliche Bilder, aber oft sehe ich so passende Bilder, aber habe ich keinen Zugang zu dem, weil das ist vielleicht in einer Bibliothek schon einmal oder in einem kostbaren Buch. Oder ja, und dann, das wuchs. Ne? Also jetzt haben wir hier so 333 Bilder. Mit der Zeit sage ich, ja, vielleicht kann ich das als Band 3 verarbeiten, oder? Dass das nicht alleine bleibt. Oder? Ja, und jetzt ist das, ich habe mehrere, ich habe vielleicht 600 zusammen und das ist jetzt die ersten 333. Kannst du etwas über die, es gibt eine große Klammer, die man jetzt öffnen könnte, ja. Denn diese drei Begriffe, Album, Archiv, Atlas, das sind natürlich unglaublich herausfordernde Begriffe auf einen Kunsthistoriker überhaupt. Ich bin auch nicht der Einzige, ich bin nicht mal der einzige Kunsthistoriker hier im Raum, jetzt, der zu deinen Fans gehört und die eben angeregt sind, auch intrigiert sind, schon durch die Begriffswahl Atlas, Archiv, Album. Vielleicht kommen wir noch darauf zurück, weil sich da eine ganze Serie von Assoziationen anschließen. Aber mich interessiert, wenn du kurz kommentieren könntest, über die Art und Weise, wie diese drei Titelseiten gestaltet sind, denn das sind ja eigentlich ganz verschiedene Stile, die du da ins Werk setzt. Also erstens mal dieses Zunft-Abzeichen-Logo auf der Titelseite, ja. Dann die vergleichsweise oder damit verglichen dieses konstruktivistische Wortgedicht, wenn man will, mit dem Begriff Atlas als fast wie ein Buchrücken oder eine Säule oder die Stütze, ja, wo das Ganze dran aufgehängt ist. Für meinen Begriff ist damit auch eine klare Priorität gesetzt, dass also eigentlich Atlas doch eigentlich der prägende Begriff in diesem Dreigestirn von Wörtern ist. Archiv oben, Album unten und dann auf der Rückseite eigentlich wieder. Das ist ja eigentlich gar nicht die gleiche Handschrift. Auf den ersten Blick könnte man denken, das ist gar nicht der gleiche Poserek gewesen, der das gemacht hat. Hinten dieses Spiel, 3x3 Kreisformen, die dann grafisch akzentuiert sind in einer Weise, dass fast so etwas wie eine Bewegung zustande kommt. Ich weiß nicht, ist das jetzt schon zu viel interpretiert? Ich würde sogar noch einen Schritt weitergeben. Für mich hat das fast etwas mit Filmrollen oder Kino, Welt des Kinos zu tun. Ja, das kann jeder interpretieren, je nach Laune. Ja. Ja. Okay, je nach Laune. Also jetzt zu dem, ich habe das nie nummeriert.
ja, nie nummeriert und auch nicht datiert. Und die Reihenfolge oder die Paarungen, das ist alles zufällig. Oder? Wurde gescannert, wieder Reihenfolge, so wie diese Vorlagen so in Kisten lagen. Ja. Und das ja, Einzige, also erste Seite, oder das ist diese Seite übernimmt die Rolle von Frontispiz. Ja. Und ich wollte nicht starten mit abfallendes Bild. Ja, das ist die einzige Strategie oder Kalkül im Buch. Ja, ja. Also ich also meine... Ich starte jetzt so ziemlich ambitiös mit Titusbogen, aber es sind dann auch dann banale, populäre Bilder. Ja. Okay. Ja, also wenn wir damit zufrieden sind, dann, ja, also was soll man dann dazu sagen? Ich kann nur polemisch jetzt mal sagen, ich kann es nicht ganz so gelten lassen, wie du das jetzt schilderst. Also rein zufällig, ganz ungeplant. Also eben, das sind ja auch künstlerische Aussagen, die eine Position vielleicht jetzt etwas sehr plakativ in den Raum stellen. Ich persönlich würde jetzt mal ein Fragezeichen setzen, gerade was in dem Moment, wo du nämlich gesagt hast, es sei zufällig, hast du eine Doppelseite offen gehabt, die mit dem Maskenball und, ja, dem, ja, und den Antennen im Hintergrund, das da. Und da finde ich jetzt einfach sehr schwer, das zum Nennwert zu nehmen, die vollkommene Zufälligkeit dieses Zusammentreffens dieser Gruppe von Menschen. Ich weiß übrigens nicht, kannst du noch etwas dazu sagen? Ich weiß nicht, um wen es sich handelt. Das war sehr wahrscheinlich irgendwo Silvesterparty bei besseren Leuten. Hä? Das auf jeden Fall. Die sammeln ein bisschen Afrika. Hä? Ja. Aber so den Schrank hinten ist fast aus Bayern, oder? Ja. Aber vielleicht ist das Malibu oder schon vielleicht amerikanische so Gesellschaft. Ja. Und die haben Masken und schauen durch diese Masken hindurch. Und dann ist zufälligerweise auf der Seite nebenan ein Gebäude oder ein Stück Felsen, ja, ein Loch drin ist. Ja. Das dann sehr, sehr auffällig eigentlich korrespondiert mit den Löchern in diesen Masken und im Hintergrund ist dann sogar noch ein Gesicht. Das ist auch in Amerika, also, das ist, ich glaube, der Lincoln oder... Ah, das Lincoln-Monument. Ja, also, sowas. Das ist in einer Ansicht, die man nie sieht, weil normalerweise von vorn sind es die drei Präsidenten und von der Seite, oder die vier, und von der Seite sieht man nun ein Profil und diese Installation... Die hat ja doch auffallend eigentlich eine Korrespondenz mit diesen Masken, die da die Leute haben. Mhm. Gut, ist alles rein zufällig. Ja, man findet schon immer wieder eine Paarung, oder? Ja. Aber es ist nicht, vielleicht zwischen dem und dem liegen vielleicht einige Jahre, oder? Das ist nicht das auf jeden Fall. Ja, ich meine jetzt einige Jahre, dass sie bei dir in der Sammlung gelegen haben, in dem Sinne. Ja. Also nicht gezielt, dass du das eine gehasst hast und ein passendes Stück dazu gesucht hast. Das haben wir kapiert. Nee, wenn ich sehe, wie die Leute am Tisch sitzen, dann suche ich nicht so dann diese Steinfelsen, das zu abschließen. Ja, das leuchtet schon ein. Ja, das... Aber man könnte ja polemisch sagen, dass deine Sammlung von Bildern, davon haben wir noch nicht gesprochen, gewissen Themen folgt. Es ist ja nicht alles und jedes drin. Es ist ein Schwerpunkt Architektur. Ja. Und zwar würde ich sagen, vormoderne Architektur. Ja.
Was Architektur im 20. Jahrhundert angeht, ich glaube, es kommt der Werkstattflügel des Bauhauses mal vor, es kommt die Villa Garsch von Corbusier mal vor, aber sonst gibt es eigentlich keine im engeren Sinn moderne Architektur. Es gibt dann Frank Lloyd Wright zwei Bauten und im Übrigen ist es wirklich ostasiatische über römische, griechische und Renaissance Architektur, ja. Also vorindustrielle, vormoderne ja. Architektur ist ein großer ja. Schwerpunkt. Zweiter Schwerpunkt sind Künstler und Poeten und Dichterporträts und Komikerporträts. Mhm. Und einen dritten Schwerpunkt, wenn ich das richtig sehe, sind technische Erfindungen, Tüfteleien und ja. Merkwürdigkeiten, unverständliche Apparaturen oder zum Beispiel eben dieses Gestänge mit den Antennen, was wir gerade vorhin ja. gesehen haben. Also das sind so Gruppen, die, wenn ich das richtig sehe, es kommen vielleicht noch weitere dazu. Und wenn man natürlich ein großes, wie soll ich sagen, System von doch, sagen wir mal, identifizierbaren Gruppen hat, dann kommt es natürlich fast zwangsläufig auch zu gewissen Korrespondenzen, ohne ja. dass man die gezielt ja. sucht. Weil der Genre dieser Bilder, also wenn das überhaupt stimmt, diese drei Kategorien, die ich da so jetzt skizziert habe, ist doch sehr anders als zum Beispiel in diesem Buch drin. Mhm, mh. Es sind ja auch nicht ja, ja, oder nur zum ja, Teil ja. Kunstaufnahmen mhm. von einem also Fotografen, der also mit der Belichtung tagelang experimentiert hat. Mhm. Es gibt auch welche, solche Aufnahmen von hohem Kunstanspruch, aber es hat auch viele Schnappschüsse. Und was mich überrascht, ziemlich viel Geld. Ja, hast du, ja, das, das... Hast du eine Affinität zum Geld? Ja, oder? Ja, das fällt immer. Es ja. gibt auch Goldbarren. Ja, die Goldbarren, ja, die waren... Das ist also ein sehr ja. architektonisches Motiv, natürlich. Goldbarren, die kommen auch zweimal vor. Ja. Ja. Und ich habe übrigens gerade jetzt noch mal gesehen, ich habe geschwindelt, das stimmt nicht, es kommt natürlich noch das Goetheanum zur Architektur im 20. Jahrhundert. Ja, das sind die Goldbarren, ja. Und da sind die Goldbarren, ja. aber auch nicht, das kannst du mir jetzt aber nicht sagen, dass das reiner Zufall ist, dass die Goldbarren hier mit dem Casino Pio Quarto, das dann auch ein bisschen Gelb, Goldstich, nee, nicht Gelbstich. Muss ich dich enttäuschen? Wirklich? Ja, muss ich dich enttäuschen, oder? Also, das ist Gebäude eben von Ligorio, ja. Pio Ligorio. Casino Pio Quarto. Ja, das kann man gar nicht, oder? Das kann man besuchen oder so sehen, nur als Theologe, oder? Ja, oder als Altpapst. Ja, ja, ja. Man, ja, oder so, ja, man kann nicht das. Und ich habe von dem habe ich mehrere. Es ist mehrere, auffallend, es kommt mindestens zweimal vor in dem Buch. Ja. Ja. Aber nee, habe ich das nicht absichtlich jetzt, habe ich keine Verbindung gesucht zwischen Vatikan und Gold. Aha, das habe ich auch gar nicht so behauptet. So weit habe ich gar nicht spekuliert. Ja. Ah, ja. Das ist natürlich jetzt sehr interessant. Ja. Ich hoffe, dass ich es jetzt aufgenommen habe. Ja, sehr gut. Ja. Und wie ist es mit Roland Barthes und der das Kirche ist jetzt von Pienza? Ja. Und der Loggia auch, von Pienza? Auch Zufall, oder? Also, er hat grünes Pullover, hä? Ja. Kann man, ja, vielleicht, hier wäre vielleicht etwas eine Konstruktion, hä? Und hier ist eine Straßenlampe. Das kann man auch vielleicht, ja. Okay. Ja, und dann eben hinter ihm ist tiefe Nacht. Hä? Tiefe Nacht draußen, hä? Hinter dem Fenster. Und hier ist auch tiefe Nacht. Also. Ja, also ich stelle fest,
Also ich weiß nicht, ob ich nicht schon bereuen soll, dass ich mich zu diesem Gespräch bereit erklärt habe, weil... weil ich meine, Karl Valentin kommt drin vor und jetzt sind wir schon im Stadium, wo die Kunstgeschichte und ihre blöden Methoden, eben Vergleiche anzustellen und Überlegungen aufgrund von Gegenüberstellungen, schon zum Gegenstand einer brillanten Parodie von Posarek im Gespräch wird. Also wir können uns ja noch freuen. Ja. Aber man könnte, aber was würdest du sagen? Also das mit dem Nachthimmel im Hintergrund hatte ich ja eigentlich auch nicht speziell im Sinn, als ich dich fragen wollte. Aber ist es nicht auffallend, dass Architektur, wenn sie zwei, drei Fenster nur hat und man daneben ein Gesicht sieht, vielleicht sogar noch eines, das hinter einer Brille hervorschaut, man plötzlich die Vorstellung von einem Gesicht hat oder von einem Bauwerk, das sieht oder das plötzlich auch was einen menschlichen Zug bekommt, den man nicht sehen würde, wenn nicht daneben ein Gesicht wäre. Also es sind so Wechselwirkungen, die von einem Bild auf das andere ausgehen und die für jemanden wie ich, der ich ja jetzt das Buch angeschaut habe, ohne an dich zu denken, sondern einfach als Freude an diesen Bildern, plötzlich die Bilder zum Leben gebracht haben. Und ist das ein irreführender Umgang? Muss man das vermeiden? Oder findest du das okay, wenn man Spaß daran hat, mit den Augen nach links und rechts? Ich amüsiere mich auch jetzt, wenn ich, okay, wenn ich diese Paarungen sehe, weil diese Paarungen oder diese Verbindungen entstanden erst jetzt, nicht vorher, oder? Jetzt erst beim Herstellen von dieser Bichlein, oder? Ne? Und eben, also hier ist so das von Arca in Bologna, ne? Und dann hier ist Hendrix, oder? Und man kann einfach dann schon suchen eine Verbindung, so Schmerz oder... Ja, ich bin froh, dass du das erlaubst. Ja. Und zum Beispiel hier, also gut, das ist jetzt nicht so ganz neilig, ist eigentlich nicht unbedingt Schmerz, aber ist das Bernardo Rossellino, ein Porträtkopf, ein Renaissance, wunderbarer Renaissance-Kopf? Ja, das ist so Strozzi oder so etwas. Ja, genau, und ja, daneben Ewald Mattare, also der Lehrer von Josef Beuys. Ja. Und ein komisch abstrakt Hans Arp-artiges Tier. Er scheint ein bisschen besorgt über diese Nachbarschaft. Gut, das ist jetzt wieder schon... Ja, er wendet sich ab von den Er wendet sich schon ab. Es ist alles Zufall, aber es ist halt trotzdem unübersehbar, dass er sich abwendet, oder? Und jetzt, wie ist es dann mit dem zum Beispiel... Ja, hier... Das ist eine Seite. Hier sind drei kleine Abbildungen. Das ist Athen, glaube ich. Das ist... Pantheon in Rom und das ist, ich glaube, in Sardinien. Ne? Aha, kenne ich nicht. Oder? Ne? Sardinien, so ein Loch. Aber so alte Sache. Ne? Und daneben das Seagrams. Das ist jetzt, Miss Seagram, ja. Und das findest du jetzt auch ganz zufällig. Es könnte auch neben dem Porträt zum Beispiel von Ezra Pound oder neben Karl Valentin oder so sein, das wäre eigentlich indifferent. Ja, zufällig kamen einfach diese gebaute Formen an dieser Oberseite. Aber doch, also die gebauten Formen sind schon ein bisschen gruppiert. Ja. Das ist tröstlich, dass doch... Zum Beispiel hier sehe ich keine Verbindung, das ist, ich glaube, von Bernini, ja. Was er restaurierte, das ist etruskisch, einmal Volterra und einmal in Perugia. Das Einzige ist, dass alle drei schwarz-weiß sind. Ja.
Also okay. du hast eben, als wir uns erstes Mal trafen zu dem Thema, dann hast du vorgeschlagen, Abbildungen im Solo oder im Rechts oder mit Legende. Und dann habe ich das auch verfolgt. Und dann hat der Drucker gesagt, ja, aber dann haben wir einfach richtig dickes Buch, oder? Und ich wollte auch wieder nicht so einzeln das zelebrieren als etwas extra Wertvolles. Oder? Und dann kam ich wieder zurück auf die erste Idee, ohne Legenden und Doppelseiten. Ja, ich meine, wie ich das vorgeschlagen habe, quasi einzelne Tafeln mit einer kleinen Legende, das habe ich nicht, das ist keine Kopfgeburt, sondern das ist genau das, was du da gemacht hast mit dem ersten Band. Ja. Und ich dachte, der Bozarek macht einfach solche Bücher und darum kam ich auf diese Idee. Ja. Und dann hast du dich überzeugen lassen, dass es besser ist, wenn es diese 333 Seiten in diesem Format erscheinen und nicht auf 666 Seiten quasi erweitert werden, was dann das Resultat gewesen wäre, wenn man es nach diesem Modus gemacht hat. Und das Spannende ist, dass natürlich das Resultat ganz anders ist, als es hierbei los ist, weil dadurch, dass die Bilder paarweise erscheinen, entsteht ein ganz anderes Phänomen. Das heißt, man sieht die Bilder einfach zusammen. Ja. Es ist, und es besteht ein, in der Struktur dieses Buches eine Dialogsituation von links nach rechts. Und jetzt, wie gesagt, es gibt Fälle, wo man sagt, ja, die haben jetzt wirklich nichts miteinander zu tun, aber komischerweise in, ich würde sagen, 80% der Fälle, das müssen Sie sich dann selber überzeugen, wenn Sie das Buch anschauen, sind es unglaublich überraschende, spielerische, auch inhaltlich irgendwie beziehungsreiche Bezüge, die sich da ergeben oder die man hineinprojizieren kann. Aber das hat auch mit der irgendwie geheimen Systematik der Auswahl der Bilder zu tun. So, irgendetwas, man kann irgendwo anhalten. Da zum Beispiel diese zwei. Kannst du dazu etwas sagen? Das sind ja ganz mysteriöse Bilder eigentlich da. Ja, weiß ich jetzt nicht, was es ist. Das ist etwas so wie die Medusen im Wasser, im Meer, oder? Sowas? Ja. Ja, ich hätte ja... Oder ist das auch, sagen wir, Spiegelfläche, oder? Spiegelfläche, Tisch, Spiegelglas und steht dort ein Glas und von oben Fotografie. Und man hat vorher eine halbe Flasche Whisky getrunken. Und hier rechts, das geht jetzt um wie man fotografiert einen Schuss. Oder das hat der Amerikaner, das ist dann noch einmal irgendwo hier ähnlich, das da. Oder? Ah, das mit dem Schuss, ja? Ist das also Muybridge, oder ist das Muybridge? Nein, nicht Muybridge. Er kommt, ich glaube, auch, aber das ist eine bekannte Sache. Oder? Projektil durch Glühbirne. Oder? Projektil durch Glühbirne. Ja, Und daneben eben diese aus dumpfer Vorzeit eine Tempelanlage. Das ist etwas, Damaskus oder so Petra oder so diese Syrien oder Irak. Oder? Das kommt oft vor. Schon gebaute Architektur, aber so wie David von Michelangelo, oder? Nicht aus Backsteinen, oder? Sondern Material wegnehmen. Das kommt
oft vor hier. Also Skulptur versus Plastik. Hier in diesem Fall sind schon man da so ja, Backsteine oder hier. Aber es ist innen. Hä? Es ist nicht, es ist nicht auf der Fläche oder auf der Erde. Oder? Aber das ist jetzt, du bemerkst das auch wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Entscheidung, dass das ist ja auch Teil des Band 3 der Serie Library of Sculpture. Also das geht auch hier, obwohl sehr viele architektonische Motive sind und sehr viele also Porträts. Hier zum Beispiel Kapsunion und Hermann Göring. Göring, oder? In seiner Zelle, Ja. In seiner Zelle abgemagert in Nürnberg während dem Nürnberger Prozess. Ja. Also das ist ja eigentlich auch eine sehr merkwürdige Konstellation. Ja, ich kann nicht dafür, ja. Ja, aber ich, Skulptur. Aber, also das ersetzt ein bisschen Mangel bei mir am Inhalte oder am Dramen, oder? Also ich arbeite nicht figurativ als Bildhauer. Und hier vielleicht kompensiere ich es, so das oft Theatralische oder Dramatische oder das Gespielte. Ja, also ich, ich bin ja einer der wenigen Besitzer dieses Buches in diesem Raum und ich bin sehr froh, dass du das kompensierst, dass Narration drin ist. Ja, das ist aus einem Felsen, oder? Ja. Das ist nicht gebaut, das ist einfach, oder? Das ist, das ist schon, das schon ist nicht Plastik, sondern Skulptur, herauspräpariert, aus dem toten Stein herauspräpariert. Ja. Und das hier, ist ähnlich, oder? Das ist jetzt geradezu eine didaktische Demonstration dieses Prozesses. Ja. Also das ist natürlich gebaut. Ja, das ist das gebaut. Und das Stein ist herausgehauen. Also das ist fast ein Programmbild. Ja. Ich glaube, man kann sagen, aus dem Rest, was hier weggenommen wurde, oder? Wurde das genommen. Ja, aber das ist doch jetzt fast schon eine Grundlagentheorie der Architektur und der Skulptur in diesen beiden Bildern. Ja. Mag sein, dass sie auch hier völlig zufällig nebeneinander jetzt erschienen sind, aber dann ist es dann doch ein sehr, sehr glücklicher und sprechender Zufall. Ja. Beredter Zufall. Ja. Nee, man muss, man muss das zuerst kaufen, oder? Ja, das haben wir schon kapiert. Wir haben schon zu viel gezeigt, das ist schon wahr. Aber ich möchte noch etwas, eine andere Theorie vielleicht ins Gespräch bringen und du musst sie dann auch wieder widerlegen oder paraphrasieren oder parodieren. Ich glaube, dass eben der Atlas der richtige Begriff ist für dieses Buch und nicht Album. Aha. Alben sind eigentlich die Bücher, die du in der Vitrine hast. Das sind alles Kunstbücher mit Kunstfotografien nach Bauten, nach Skulpturen und so weiter. Mhm. Während dem Atlas jetzt nach dem kunsthistorisch gebräuchlichen irgendwie Gebrauchswert dieses Begriffes Atlas, frei nach Abi Warburg, eher eben die Pinnwand ist, wo sich eben Fotografien, Illustrationen aus Zeitschriften mischen mit Kunstfotografien auf einem pragmatischen Untergrund. Das sind hier Kartons häufig, farbige, bunte Kartons und nicht auf einem weißen Hochglanzpapier wie in den Albums. Und insofern ist es eigentlich auch eine Art Antwort auf diesen Band, der eigentlich näher am Ideal des Albums im Sinne von André Malraux oder Musée Imaginaire ist, währenddem wir hier fast ein Hommage an Warburg haben. Und vor ein paar Tagen, haben wir uns kurz darüber unterhalten in unserem Gespräch, erschien in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Aufsatz über eine Ausstellung, die jetzt gerade in Berlin gezeigt wird. Zum ersten Mal sind die originalen Bilder
aus dem Warburg-Archiv, die Abi Warburg verwendet hat für seine Banos, eben diese, wie viel sind es, wahrscheinlich etwa 80 Banos, ja, wo er seine Bilder aufgehängt hat. Und man hat das jetzt erstmals farbig gesehen, weil bis vor drei Tagen, wo die Frankfurter Allgemeine Zeitung ein paar Bilder davon gezeigt hat, hat man nur die Publikation von Martin Warnke gekannt, wo das alles schwarz-weiß abgebildet ist. Für mich war das eine Überraschung, das plötzlich farbig zu sehen, farbig wie eben auch dieses Buch ist. Denn dieses Buch, das muss man eigentlich auch noch hervorheben im Gegensatz zu dem, ist eigentlich ein extrem farbiges Buch. Wenn du jetzt das ein bisschen blätterst, man kann es nämlich auch unter rein, also farbpsychologischen Gesichtspunkten. Ich mache so dazwischen, das ist ja so Promotion für die Käufer. Ja, ja, okay, sehr gut. Aber das ist jetzt nicht das sensationellste, der sensationellste Farbrhythmus, der da hier zum Beispiel, ist jetzt auch das blieb die Farbe bei den Fotografien, aber das allererste Bild, die Certosa di Pavia, da kommt schon, was ist das, Cassis-Farbe, kommt da schon ins Spiel. Und das ist sehr, sehr überraschend. Ja. Es gibt alle 10 Doppelseiten, sonst, rein zufällig kommen da extrem attraktive und überraschende Farbklänge ins Spiel. Gelbe Farben auch. Das Gebäude selber ist einfach zuckerweiß, oder? Ja, aber der Himmel, aber das der blaue ist Himmel ist auch so bei Sonnenuntergang fotografiert. Oder der Drucker hat das farbig gedruckt. Ja. Also zu dem Archiv Atlas Album, das heißt so, weil ich brauchte 3a. Ja, ja. Ich konnte nicht sagen, das ist Atlas. Das wäre langweilig, nur eine A hier. Oder? Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt ein bisschen irreführend. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, aber es geht zu lang, bis ich meine Notizen finde. Es gibt, ich habe im Internet, mindestens 4 verschiedene AAA im Internet gefunden. Es gibt Alcoholics Anonymous, okay, das ist aber nur 2A. Dann gibt es Alpine Air Ambulance, das ist ein Konkurrenzunternehmen zu Rega. Ich hoffe, dass die alle einen Prozess anstrengen gegen dich, weil du die jetzt konkurrenzierst. Dann gibt es AAA, eine Herrenmodeschneiderei, genannt nach dem Firmengründer Ali Andreas Abul Arut. Der hat sogar 4 A's. Dann gibt es AAA für Authentication, Authorization, Accountings. Also, ich leuchte mir schon ein, dass du ein Problem haben könntest mit diesen 3 A. Nein, ich habe das nicht patentiert jetzt. Ach so, ja. Zum Beispiel hier, das ist so Graubinden oder Graubinden. Ja. Also, so wie es ist, aber eben, habe ich das gefunden. Schon eingeklebt auf Karton. Du hast es gefunden? War schon fertig. Im Brockenhaus oder wo findet man das? Jetzt muss das ich doch war fragen. Im Brocki eine Möble vielleicht von einem Lehrer, oder? Von einem Lehrer, der kümmerte sich um dieses Graffiti. Fantastisch. Graffiti. Ja. Es gibt ein Bild von Hans Erni, wo dieses Haus drauf ist. Vielleicht ist es noch aus dem Archiv. Ja. Ein Entlaufen aus dem Archiv von Hans Erni. Ich glaube, 2 sind gefundene so, nicht mehr von mir manipuliert, Und hier, also hier haben wir den Netzbau. Das ist Schwitteres, März in Hannover, und hier ist so von Vincoli, der Moses von Michelangelo. Und beide können sich da geschmeichelt fühlen, dass sie dann miteinander also Zufall, aber interessanter Zufall. Also beiden helfen, oder? Ja? Du musst beiden helfen. Ja, das ist jetzt Frank Lloyd Wright. Ja. Und das sind Rolling Stones. So, nicht? So diese Käppli sind interessant, oder? Die Käppli? Ja. Und dann, ich meine, ist natürlich auch reiner Zufall, dass die Käppli dann da oben sich fortsetzen in diesen Unteransichten des Larkin
Oder ja. Es ist, glaube ich, das Johnson Wax, oder? Der Johnson Wax Tower ist ja quasi gleich. Aber, ja. aber das sind auch Zufälle, reine Zufälle. Das hat einfach halt doch mit der Auswahl. Die gebaute Formen, oder? Das ist einmal ein Interesse. Und wenn Frank da sitzt mit dem Hut, oder? Ist das schon einmal wert? Ach so, ist er auch da, ja, natürlich, ja klar. Das ja. ist dann schon ein Wert, das zu rausnehmen aus dem. Aus dem Katalog oder Zeitung, ja. Hier ist wieder so Tatlin, den Turm, oder? Ja. Und hier ist etwas Kaputtes in Sahara. Tatlin als Inbegriff eines utopischen Gebäudes oder eines architektonischen oder städtischen oder gesellschaftlichen Utopie und auf der anderen Seite der Inbegriff eines gescheiterten Projektes. Auch rein zufällig, dass das gerade nebeneinander kommt. Ganz zufällig, ja. Damit müssen wir uns jetzt halt abfinden. Also hier ist die Tänzerin von Degas. Das hat einen Wert, oder so sagen wir Bronzeguss mit Textil. Oder das war bis Degas gar nicht unterwegs, oder? Ja. Oder dass man gießt Bronze und dann schneidet man ein Schippli, oder? Ne, das ist revolutionär, ja. Und du legst jetzt das Ganze, also die Bronze, das Bild der Bronze und das Bild des Schippli auf diesen Karton und fügst dem einen bescheidenen Material dieser Jute dann auch noch den Karton dazu. Ich kann das nicht. Ich kann nicht für diese tolle Arbeit entsprechende Form. In eine entsprechende Form publizieren. Oder ich bin das so abhängig von dem, was mir zusteht. Oder rausnehmen aus der Zeitung. Und dann. Aber wenn ich das richtig jetzt verstehe, weißt du auch jetzt auf einen Unterschied hin zwischen diesem Buch. Also dem ersten Band, Library of Sculpture, mit Tiefdruck und sehr hoher, also Hochglanzbilder eigentlich gearbeitet, während bei diesem Buch ist jetzt eigentlich eine bescheidene Technik verwendet. Das ist eigentlich Teil des Charmes dieser Bilder, dass es auch schon ein bisschen das nicht mehr so ganz frische mittransportiert an der Information. Also das sind nicht Hochglanzbilder, sondern sind eben schon ein bisschen abgegriffene Bilder auf Kartonunterlagen. Ja. Und dieses schon ein bisschen alt gewordene ist Teil der Aussage dieser Bilder, ganz im Gegensatz zu dem da und auch im Gegensatz eben zu den Kunstbänden da in der Vitrine. Sogenannte Billigdruck entspricht dem Material. Also wirklich ja nichts Zufall dafür. Wirklich nichts, kein Zufall. Du wählst aus. Ja, das sind diese. Ja, klar. Ja, ja. Wie lange schaust du dir das an? Ziemlich lange vermutlich. Du legst nebeneinander und irgendwann, wie du gesagt hast, kommt es in die Kiste und da auf der Kiste. So langsam arbeite ich nicht. Ich klebe das und dann verschwindet das aus meinem Blick, oder? Oder, weil ich will dann nicht wieder mich loben, ja toll, jetzt wieder eine tolle Arbeit oder so. Ich weiß wirklich nicht, was in den Schachteln dann alles ist. Oder?
Sicher ist das nicht immer Zufall, dass, wie ich gesagt habe, so je nach Laune. Also habe ich Phase, wo ich lese fragmentarisch über Segesta Tempel in Sizilien, und dann bin ich irgendwie, motiviert, das einfrieren, oder einfrieren für diese Sammlung. Aber darf man sich jetzt darüber freuen, dass, was ist das für eine Figur? Ist das eine ostasiatische, oder nein? Das ist aus der letzten Zeit, das ist aus der NZZ. Ich glaube, das ist Mao, oder? Aha, oder so. Mit Beinen, ja. Die eigentlich wie Säulen. Also eigentlich, ja, unser Gäste, ja, ist der einzige, ja. Also griechische, ja, wahrscheinlich, Tempel ohne Kannelüren. Wahrscheinlich, und jetzt hat, ja, der da auch so Beine, ja, auch ohne Hosen, ja, nicht, sondern einfach nur so Zylinder. Also ist ja eigentlich auch wieder so ein Zufall. Ja, sehr wahrscheinlich. Ist das aufregend ist. Ist das gleiche Höhe. Das ist eine ganz kommt große dann noch Figur. Dazu, ja. Gleiche Höhe. Oho, das ist dann. Ja. Ja, das ist jetzt so die Mutter von Andy Warhol. Warhol bei ihr zu Hause, ja. Ne? Ja. Trinkt, ja, Milch, oder? Ja, sitzt an einem Stuhl, und hier sitzen in Abu Simbel aus dem Stein. Oder? Ja. Aber danke, das ist Zufall. Danke, dass du doch auf diese Korrespondenzen jetzt eingehst. Also hier vielleicht nicht. Also, das ist die Villa Schwab, oder, von Corbusier, ja, in Sangal, in La Chaux-de-Fonds. Und hier ist ein Techniker, der forscht über Wellen, oder, im Labor. Oder? Das ist ein vielleicht Schiffmodell mit Motor. Oder? Sehe ich jetzt keine. Ja, du möchtest von mir jetzt hören, dass das eben dieses metaphorisch gemeint sei, ja, und dass dieses Bauwerk unglaublich viele Wellen geworfen hat, ja, im 20. Jahrhundert, ja, was auch, ja übrigens, ja, nicht, ja, gibt. Ja, aber so, ja, so borniert bin auch ich als Kunsthistoriker. Man findet immer eine Verwandtschaft von. Ja, nee, ja, eben, sicher, ja, wenn die Auswahl, ja, so ist, dass Verwandtschaften schon in der Auswahl drin, ja, als Möglichkeit angelegt sind, wird es eben spannend. Wenn das irgendein Papierkorb wäre und die Sachen daraus dann arrangiert im Buch, ich glaube, das gäbe, ja, nicht so furchtbar viel, ja, her. Also jetzt sehe ich das auch hier. Das ist eine, ich danke, dass das, du ist das, eine, das ist eine Portion von Kokain. Ah. Auf dem Tisch. Aus der Zeitung. Und das ist irgendeine so barockisierende Kirche, vielleicht Sizilien, aber kann auch Südamerika sein. Und man kann schon dann die Formen, gell? So irgendwie zusammen verbinden. Aber, okay. Ja. Darf ich jetzt noch eine Frage stellen? Jetzt sind eigentlich, wenn man diese beiden Bücher nebeneinander hält, also Band 1 und Band 3, da sind es alles Bücher, also Fotobände, aber, ja, in einem ganz verschiedenen Modus eigentlich. Ganz, aha, ja. Und wie muss man sich den dritten Band oder den zweiten Band vorstellen, der jetzt noch dazukommt? Ist das, kann man noch eine ganz andere Sprache finden jetzt nach diesen zwei Varianten, oder? Wie ja, wir vielleicht uns den schon vielleicht etwas dazwischen, also nicht gefundene, oder wie hier, und gesammelte, oder wie hier gefundene, sondern das sind eigene Fotografien, schwarz-weiß. Oh, toll, ja. Ja. Eben Skulpturen und architektonische Fragmente. Mhm. Also nicht. Ich fotografiere nicht ganze Gebäude, vielleicht nur ja, so ein Fragment, wie
wie entwickelt sich aus dem Parterre erste Stockwerk, wie diese Rustico endet und dann kommt immer feinere Variante. So. Oder, ja, verschieden. Aber keine Architekturgeschichte. Ja, du hast ja auch, ich meine, ein Oeuvre von Zeichnungen, die eigentlich Architekturentwürfe sind, also gedachte Architektur. Und das ist alles als Möglichkeit angedeutet, aber ja nicht im Buch drin. Das hast du auch in dieser Ausstellung ja jetzt nicht, nicht direkt thematisiert. Also insofern, wenn Florina vorhin von Architektur gesprochen hat, das ist vielleicht in dieser Ausstellung gar nicht so jetzt ein besonderes Schwerpunktthema geworden. Das ist ja, es hat andere Ausstellungen von dir gegeben, wo die Architektur viel, viel deutlicher im Vordergrund stand. Ja. Und das ist dann vielleicht das Versprechen für das nächste, für das nächste Buch. Ja, das ist auch, ich beherrsche keine figurative Zeichnereien. Ne? Also ich bin angewiesen an Lineale. Und dann arbeite ich wie ein Konstrukteur. Also keine, so wie Kirkeby oder wie Schnabel oder so. Aber die Zeichnungen sind dann auch nicht so ganz völlig unfigurativ, oder? Also da kommen dann auch irgendwie welche Formen hinein. Ja, sicher, Figuren, ja. Nee, das ist, ich zeichne gerne, aber beherrsche ich dieses Medium nicht. Ja. Also ich zeichne so rein technisch. Ja. Also rechter Winkel, selten, wenn dann nur mit Zirkel, aber selten frei vom Hand, oder? Ja. Ja, jetzt, ich habe auch nie probiert, so richtig figurativ zeichnen. Ich habe gemerkt, das geht nicht. Das wäre etwas ganz anderes. Nur in Klammer diejenigen von Ihnen, die in den nächsten Tagen zufällig nach Paris fahren, das ist der Ort, wo man unbedingt hingehen muss, weil die Museen sind leer, die Straßen auch fast. Ich habe mich tatsächlich vor ein paar Tagen überzeugt. Es gibt eine wunderschöne Ausstellung von Václav Pozarek in einer Galerie, wo eine ganze Reihe von solchen Architekturstudien sind, die natürlich, sagen wir mal, in der Formensprache geometrisch, abstrakt, aber in dem Assoziationsreichtum dann auch, sagen wir mal, figürlich sind, insofern als sie auf physiognomische und alle möglichen Alltagsgegenstände. Es gibt eine ganze Serie von Pfeifen, Variationen zum... Pfeifenmuseen. Pfeifenhäuser eigentlich. Ja. Hier ist eine und, auch noch. Ach so. Es sind zwei schön. Pfeifen. Ach so, da ist eine Doppelpfeife. Zwei Pfeifen, genau. Deckweiß, Also doch etwas Architektur, Pfeifenarchitektur. Ja. Wie stehen wir eigentlich mit der Zeit? Wegen dem Trinken, oder? Ja, wegen dem Trinken. Ich habe langsam... Ich möchte auch gerne wieder mal meine Maske tragen dürfen. Wenn ich sie alle sehe, ich komme mir so nackt vor. Ich wollte mehr erzählen, aber ich habe das nicht geschafft. Ich wollte mehr erzählen zu dem Buch, oder? Aber ja, wir können ja nochmal anfangen. Wir machen einfach wieder einmal. Ich sage dann gar nichts. Ich sage dann gar nichts. Wir haben uns heute Vormittag ein bisschen vorbereitet. Ja, wir haben vor allem über alle möglichen Ausstellungen gesprochen und Häuser, die wir gesehen haben.
und festgestellt, dass wir in 85% der Fälle völlig gleicher Meinung sind. Aber wir haben Aber wir sind nicht so sehr eigentlich, wir haben nicht so genau geplant, was wir da heute eigentlich. Also das letzte Wort oder die letzten Sätze musst jetzt du sagen. Ja. Muss es du sagen. Ja, ich freue mich, dass wir ja, da sind, oder? So. Oder ist das jetzt nicht schön? Oh, das ist sehr schön. Oder pathetisch. Das ist oder sehr so. Schön, sehr, ist ein bisschen oder pathetisch. Oder so, aber bin froh, dass, dass diese Arbeit so ein Gewicht hat jetzt für heute, oder? Das war nicht Absicht oder Ambition von dieser Arbeit, dass das einmal etwas ist, oder? Das ist ja ohne Absicht, ja, war das. Und jetzt ist das einfach tolle Büchlein, oder? Es ist toll. Oder, findest ja. du auch ein bisschen? Ne? Ja. Ja, ich finde es toll. Nee, und dank, ich finde es auch noch dank sehr Verlag, schön. Oder? Ich finde es schön. Ja. Und ja, ich muss auch dem Verlag gratulieren ja. Zu diesem Buch. Nein, das war sicher für die Firma ein Risiko, oder? So kann ich mir denken. Kann ich mir denken. Die mussten sich das lang überlegen, oder, das ist schon weil, klar. Letzte Wort, ich glaube, letztes Wort kannst du schon produzieren. Ne? Meinst du? Ja. Also, ich danke für die Einladung. Ich danke dem Verlag, der Galerie. Ich beglückwünsche die Galerie und danke Wenzel, wenn ich das so sagen darf, auch für die Einladung, einen kleinen Text zu schreiben. Den müssen Sie jetzt nicht mehr lesen. Den müssen Sie nicht mehr lesen, aber das Buch sollten Sie schon genau anschauen. Und um es genau anzuschauen, ist es am einfachsten, Sie kaufen es einfach. Mhm. Hier ist das richtig gewesen als Werbespot. Okay. Danke.